In diesem Video zeige ich euch, was alles in dem Umbauset für die Wasserkühlung von Hotend und Schrittmotortreibern dabei ist. Ihr bekommt von mir ein neues Seitenblech aus Edelstahl, das nicht rostet, den Kühlblock für die Schrittmotortreiber mit einem passenden Dichtungsring, das Gegenstück aus Acryl, ebenfalls mit einem Dichtungsring und Viertel Zoll nicht konischem Gewinde, so wie es gebraucht wird bei Wasserkühlungssystemen in Computern. Passende Schrauben, um diese zwei Teile an die Seitenplatte zu schrauben. Ich schraube mal hier zwei dran, damit ihr euch das vorstellen könnt. Neun Stück können hier geschraubt werden und auf der Innenseite ist diese Fläche sehr glatt und ihr könnt hier eure Schrittmotortreiber aufkleben. In diese zwei Löcher kommen handelsübliche Schlauchverbinder für Wasserkühlungssysteme. Diese Schlauchverbinder hier sind um 360 Grad drehbar und ich biete euch hier die Dichtungen in einem speziellen Farbton an, entweder schwarz, blau oder grün. Je nachdem, was ihr vielleicht für eine Farbe in eurem Dice habt. Die Schlauchverbinder werden in das Acryl geschraubt. Und hier bitte nur handfest festschrauben, sonst brecht ihr mit dem Gewinde das Acryl kaputt. Die eigentliche Dichtwirkung kommt durch die Gummiringe, die hier drin sind, und die erreicht man schon bei Handfestschrauben. Das ist die Schrittmotortreiberkühlung. Und dann bekommt ihr von mir noch den Kühlblock für das Hotend. Den bekommt ihr schon vormontiert von mir. Die Schlauchverbinder hier oben, die sind schon mit einer speziellen Gewindedichtung eingeklebt von Loctite, damit das hier auf jeden Fall dicht ist. Und es sind auch nochmal Dichtungsringe hier oben drum, damit auf keinen Fall etwas Kühlflüssigkeit austreten kann. Hier ist ebenfalls eine Dichtschnur drin verbaut und das Acryl schon direkt oben drauf geschraubt. Auf der Rückseite erkennt ihr vier kleine Löcher und in diese Löcher wird der eigentliche Klotz geschraubt, der später das Hotend aufnimmt. Dieser ist absichtlich sehr einfach gehalten, damit ihr, wenn ihr später irgendwann mal, warum auch immer, das Hotend-System wechseln solltet und nicht mehr das E3D-Ökosystem besitzt, trotzdem die Wasserkühlung weiter benutzen könnt. Ihr könnt euch einfach selber so einen Klotz herstellen. Das ist einfach nur viereckig mit Löchern auf jeder Seite. Das sollte man auf jeder Bohrmaschine herstellen können. Und ihr habt wirklich etwas Upgrade-Fähiges. Dieser Klotz wird mit Wärmeleitpaste auf dieser Kühlfläche eingestrichen, damit die Wärmeübertragung zum Kühlblock hin sehr gut ist. Und mit vier Schrauben, die ich euch ebenfalls beilege, festgeschraubt. Ich mache das jetzt mal eben wieder provisorisch mit zwei Schrauben, damit ihr euch das vorstellen könnt. So sieht das dann aus. Und oben ist ein M6-Gewinde, in das jedes Pushfit, das es so auf dem Markt gibt, reinpasst. Ihr kriegt von mir aber ein ganz besonderes Pushfit. Das ist ein sogenanntes
Hochdruck-Pushfit hat einen besonders hochwertigen Zahnkranz hier oben, der eine Bewegung von dem Bowdenschlauch in den Pushfit fast ausschließt. Viel besser als die Dinger, die zum Beispiel beim E3D Hotend dabei sind. Auf der Unterseite von dem Block ist das M7x1 Gewinde und dieses Gewinde ist 1 mm tiefer, als es eigentlich sein sollte. Das hat einen Grund. Und zwar könnt ihr die Heatbreak hier, wie ihr seht, 1 mm tiefer einschrauben, als es nötig wäre. Und das ist dafür da, damit ihr den Winkel eures Hotends, wenn ihr das hier unten reinschraubt, damit ihr das anpassen könnt. Wenn ihr das jetzt hier reinschraubt und ihr stellt fest, das Hotend steht schräg drauf, der Hotend-Klotz steht schräg drauf, dann bekommt ihr von mir ganz besondere Distanzscheiben, 0,1, 0,2 und 0,3 mm dick. Ich gebe euch insgesamt so viel mit, dass ihr jedes Zehntel Millimeter von 0 bis 1 mm Dicke erreichen könnt. Und die legt ihr einfach hier rein. Die sind 6 x 4 mm. Passt also der Bowdenschlauch durch und die passen hier perfekt in das Kernloch von der M7 Bohrung. Und wenn ihr jetzt die Heatbreak hier reinschraubt, das Hotend ausrichtet und ihr stellt fest, als Beispiel, das steht so schräg, dann legt ihr hier entsprechend eine Distanzscheibe drunter, schraubt die Heatbreak wieder fest und könnt euch so genau ausrichten, dass das Gewinde genau dann fest ist, wenn der Heizblock gerade steht oder so quer, je nachdem, wie ihr das genau ausgerichtet haben wollt. War ein bisschen Tüftelei, das so hinzukriegen. Bei einem runden Hotend, wie das zum Beispiel bei dem E3D V6 ist, ist das ganz einfach. Man dreht das ganze Hotend so, bis das steht, wie man es möchte. Da der aber fest montiert ist, müssen wir hier unten das Hotend ausrichten. Bekommt ihr von mir ebenfalls. An die Seite kommen zwei hochwertige Radiallüfter mit jeweils drei Löchern. Und ihr seht, auf der Seite fehlt hier vorne das Loch im Acryl und auf der anderen Seite fehlt hier hinten das Loch im Aluminium. Das heißt, die Ausrichtung des Radiallüfters ist direkt gegeben und ihr könnt den hier dran schrauben. Und zum Festschrauben bekommt ihr von mir 8 ganz spezielle M3-Schrauben mit einem extra kleinen Kopf. Wer diese Lüfter kennt, der wird wissen, dass man eine normale M3-Schraube mit dem dicken Kopf, egal ob jetzt Zylinderkopf oder Linsenkopf hier oben, nicht vernünftig festbekommt, weil die Basis von dem Lüfter so nah an dem Loch ist, dass man die Schraube nur schräg hereinschrauben kann. Deswegen habe ich für euch ganz besondere Schrauben rausgesucht und die haben einen super kleinen Kopf und ihr könnt damit diese Lüfter hier ganz normal und vernünftig in den Wasserkühlklotz hier oben reinschrauben. Bekommt ihr von mir auch. Auf diese Lüfter werdet ihr zwei Bleche schrauben können und diese Bleche sind genauso wie die Bleche von dem Lüfter, die hier schon drauf geschraubt sind. Ihr schraubt einfach diese Bleche herunter und die hier drauf und dann biegt ihr euch, hier sind schon direkt Ausschnitte drin, damit ihr das gar nicht großartig falsch biegen könnt, dann biegt ihr euch diese Leitbleche hier unten genauso, wie ihr das braucht. Ihr stellt dazu eine Wasserschüssel unter das Hotend, zeige ich in einem anderen Video und dann richtet ihr das aus, dass der Luftstrom genau passend für euer Hotend genau an der Düse landet. Das ist damit super einfach möglich. Der zweite von den beiden hat hier vorne noch einen weiteren Steg. Der wird umgebogen und darin wird dann die Zuleitung, die Kabel von einem Lüfter hier schön geführt, versteckt, damit das alles ordentlich aussieht. Das Hotend selbst wird mit einem neuen Blech festgeschraubt. Das kommt dann hier so drauf. Und ihr braucht dafür 8 neue Schrauben, die ihr von mir ebenfalls bekommt. Das sind 4 kurze und 4 lange Schrauben. Die 4 kurzen kommen hier in die Löcher, um die Platte auf die Carriage zu schrauben. Und dann nutzt ihr die anderen 4 Schrauben, um den eigentlichen Druckkopf an diese Platte zu schrauben. Wenn ihr später das Hotend demontieren möchtet, löst ihr einfach diese 4 Schrauben,
die bleiben direkt in den Löchern hängen und ihr könnt das Hotend rausnehmen, könnt es warten, könnt es auseinandernehmen, könnt nachgucken, sauber machen, wie auch immer. Führt danach einfach das Hotend wieder darunter, schraubt die Schrauben um, einfach wieder fest, die bleiben ja drin und das ist alles wieder fest und ausgerichtet. Die ganze Wärme, die hier abgeführt wird, die muss natürlich irgendwo hin und deswegen bekommt ihr von mir ein neues Rückblech und in dieses Rückblech kommt ein Radiator, den ihr von mir ebenfalls bekommt. Der wird so rum angeschraubt, dass die Ausgänge nach innen in den Deiß hineinführen und um den festzuschrauben, bekommt ihr von mir ebenfalls vier passende Schrauben, die hier reingeschraubt werden. Und den Radiator halten. Auf den Radiator kommt ein druckoptimierter Lüfter. Das ist jetzt hier wirklich ein hochwertiger Lüfter. Und ich habe viele Datenblätter gelesen, um herauszufinden, welchen Lüfter man hier optimalerweise montiert. Und es muss ein druckoptimierter Lüfter sein, damit der auch bei geringer Drehzahl trotzdem noch eine hohe Förderleistung hat. Woran kennt man druckoptimierte Lüfter? Zum einen könnt ihr einfach den nehmen, den ich euch hier mit in dem Set gebe. Und zum anderen könnt ihr euch die Rotorblätter anschauen. Ich habe jetzt mal hier als Vergleich einen nicht druckoptimierten Lüfter herausgesucht. Und ihr könnt sehen, dass hier viel mehr Platz zwischen den einzelnen Rotorblättern vorhanden ist, während man hier wirklich kaum durch den Lüfter hindurch gucken kann. Dieser Lüfter hier ist auf Fördermenge optimiert, der fördert besonders viel Luft, ja. Der hier fördert die Luft mit einem besonders hohen Druck. Wenn man diesen Lüfter drosselt, dann sinkt natürlich die Fördermenge, aber gleichzeitig viel stärker als bei einem Lüfter, der druckoptimiert ist. Der hat auch bei niedrigerer Drehzahl eine etwas höhere Förderleistung. Den Lüfter montiert ihr saugend auf den Radiator und auf den Lüfter bekommt ihr von mir ebenfalls ein Gitter, mit dem ihr verhindert, dass ihr eure Finger da reinsteckt und den Lüfter zerstört oder euch verletzt. Und um dieses Gitter und den Lüfter auf dem Radiator festzuschrauben, bekommt ihr von mir ebenfalls vier lange Schrauben dabei, um das alles zu montieren. Das Ganze will natürlich verbunden werden und dazu bekommt ihr von mir einen dicken Schlauch und einen dünnen Schlauch und während der dicke Ast rein hier über die Schlauchverbinder passt, die unten die Treiber kühlen, so passt der dünne Schlauch wunderbar hier über die Schlauchverbinder vom Hotend. Um den dünnen Schlauch mit dem dicken Schlauch zu verbinden, bekommt ihr von mir zwei Adapter, um von klein auf groß zu kommen. Die sind aus POM und ganz wichtig jetzt, ihr dürft jetzt, wenn ihr diese Adapter benutzt, kein Kfz-Kühlmittel benutzen, da Kfz-Kühlmittel Glykol enthält zum Frostschutz und POM nicht glykolbeständig ist. Nehmt einfach Wasser und färbt euch das mit Lebensmittelfarbe ein. Das machen die ganzen Modder aus PC-Technik oder ihr kauft euch direkt bei Aquatuning das entsprechend gefärbte Wasser dazu. Dann bekommt ihr von mir noch eine Verschlusskappe mit integriertem Thermistor, damit ihr die Temperatur der Wasserkühlung immer im Blick behalten könnt. Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr diesen Thermistor benutzt oder ob ihr einen Thermistor hier in die vorhandenen Schraublöcher reinsteckt. Hier wäre der Thermistor 5 mm von der Heatbreak weg, würde also wirklich aktuell die Temperatur messen, die in dem Aluminiumklotz herrscht. Wenn ihr einen Deckel, einen Verschlussstopfen für die Wasserkühlung benutzt mit integriertem Thermistor, wird die eigentliche Wassertemperatur gemessen. Das müsst ihr euch selber aussuchen. Kommt im Endeffekt auf beides hinaus, aufs Gleiche hinaus.
Jeder hat da verschiedene Vorlieben. Man kann beides montieren. Ihr bekommt dann noch zwei weitere Schlauchverbinder für die Pumpe, die ihr euch noch besorgen müsst. Hier nochmal der Hinweis: Die Schlauchverbinder könnt ihr von mir auch in Grün und Blau und Schwarz, wie sie hier montiert sind, bekommen. Und ihr bekommt dann, um all das zu steuern, von mir noch eine kleine Platine. Das ist ein Optokoppler drauf mit vier Ausgängen und vier Eingängen. Und der Vorteil von dieser Platine ist, ihr könnt mit jedem freien Pin von eurem Controllerboard, könnt ihr mit 5 Volt oder 3,3 Volt, könnt ihr Ausgänge schalten, die 12 oder 24 Volt haben. Brauchen dafür keine zusätzlichen MOSFETs auf dem Board oder sonst irgendwelche Treiberplatinen oder sonst irgendwas. Wir nehmen einfach das und steuern hier mit einem ganz normalen Pin an. Und hier hinten können wir 12 oder 24 Volt schalten. In dem Fall den Lüfter für die Pumpe, für die Wasserkühlung oder die Pumpe selbst. Wenn ihr dieses Set habt, braucht ihr nur noch eine einzige Sache zusätzlich kaufen. Und zwar müsst ihr euch diese Pumpe hier besorgen. Das ist diese AlphaCool DCLT-Keramik. Und das ist quasi hier so ein Set, das muss man sich eben zusammenstellen. Das ist der Ausgleichsbehälter, Pumpengehäuse und die Pumpe hier unten selbst. Das Ganze, die drei Sachen zusammen, kostet 50 Euro. Kann man bei aquatuning.de kaufen. Kann man direkt das gefärbte Wasser mitkaufen, wenn man das hier nicht mit normalem Kranwasser betreiben möchte. Und hier sind jetzt zwar schon die Stopfen eingeschraubt, das sind aber die zwei, die ihr hier unten dabei bekommt. Und dann schraubt ihr die mit ganz normalen Schwingungsdämpfern M4. Ich habe jetzt mal hier einen schon reingeschraubt. Ja, passen wunderbar oben auf den Deist drauf. Und durch die Schwingungsdämpfer, ihr seht, das ist hier flexibel, wird nochmal die Vibration, die hier entsteht. Die Pumpe ist schon sehr, sehr leise, aber die wird trotzdem nochmal weiter reduziert. Ihr seht, hier habe ich schon den Verschlussstopfen mit Thermistor eingebaut. So könntet ihr das dann zum Beispiel auch lösen. Die ist separat erhältlich, müsst ihr extra kaufen. Das sind alle Teile, die ihr braucht, um den Dice auf eine Wasserkühlung umzubauen.